Hey und willkommen zu diesem Video. Du siehst, ich bin in Wandelkluft. Hinter der Kamera ist Tommy. Hi, Schatz. Hallo. Eigentlich wollten wir unten in Bad Hindelang das Hirschbachtor laufen. Allerdings war da die Brücke damals weg und wir konnten es nicht laufen. Jetzt haben wir geschaut, das Schild steht leider immer noch dran und die Brücke ist immer noch weg. Voll traurig. Deswegen haben wir die Alternative aufgeschlagen und sind jetzt hier in Oberjoch. Oberjoch, ja. Oberjoch gestartet. Und zwar gibt es da auch, wenn ihr von deutscher Seite aus kommt, also nicht von Bad Hindelang, sondern von deutscher Seite aus rechts, gibt es so ein Hotel. Bad Hindelang ist aber auch in Deutschland. Scheiße. Wenn ihr nicht von Bad Hindelang aus kommt, sondern von der anderen Seite, dann kann mir rechts nämlich parken, so unterhalb vom Hotel, da haben wir auch geparkt. Und da kann ich dann loslaufen. Oberhalb von dem Hotel, da gibt es noch ein riesiges Hotel in dem Ort, da läuft man rechts. Und dann gibt es so eine schöne Rundtour, wo man nach Ornach heißt es. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was so Ornach ist. Ist es ein Gipfel? Ist es ein Aussichtspunkt? Naturdenkmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft man zum Ornach. Das steht auch im Schild, also ihr müsst euch Ornach halten. Und dann kann man einen kleinen Abschwenk machen zum Jochschrofen und vor allem dann zum Spießer. Also der eigentliche Ziel ist der Spießer. Und wir haben 720 Höhenmeter ungefähr. Und ich glaube 10 Kilometer ungefähr knapp. Ich glaube, ja. Dürfte passen, so okay, vom ja. Gedächtnis her. Genau, und der Anfang ist einfach ein ganz normaler Weg hier. Nicht wirklich spektakulär. Wir haben uns, ehrlich gesagt, noch nicht groß über den Weg informiert. Deswegen einfach mal spontan gucken, was auf uns wartet. Oh, guck mal, da hat es Steinmännler. Und das noch eins. Das ist sehr wichtig, dass man auf dem Steinmännle immer einen oben drauf legt, weil das bringt Glück. Oh Gott, nicht umfallen. So. Die Aussicht ist auch mega schön. Tommy genießt sie auch gerade. Das ist übrigens der Iseler. Und hier ist Wannenjoch. Da war ich auch schon auf beide, aber von österreichischer Seite aus. Kann man in die Hütte reingehen, Schatz? Ich weiß es nicht. Ist nicht offen, oder? Kein Schloss davor, aber... Ich glaube zu, oder? Nee, kann man nicht aufmachen. Es wird blockiert. Ja. Keine Gewalt. Nein. Aber wäre interessant gewesen, was da drin ist. Ja. Egal, gehen wir weiter. Eine Hütte. Gehen wir weiter, Schätzele. Gehen wir weiter. Wir haben tatsächlich den ersten Gipfel geschafft oder irgendwas in der Art. Schatz, wo sind wir denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Lass uns mal gucken. Wäre ja sinnvoll, wenn es der Ornach wäre. Steht hier nichts dran. Aber das müsste sowas von der Ornach sein eigentlich. Ja. Das ist Ornach. Uhrzeitcheck. Wir haben 11.57 Uhr, also sagen wir 12 Uhr. Wir sind 10.20 Uhr losgelaufen. Das heißt, eine Stunde 40. Mhm. Und unten hat es 1 Stunde 45 angezeigt am Schild. Wir waren voll gut. Yay. Ja, mega gut. Komm mal mit, kurz Wegzeiger gucken. Wo wir nachher hin müssen. Oh, da hat jemand seinen Handschuh verloren. Oh, das ist traurig. Wow, das ist, dass die Kühe hier nicht dran gehen mit dem Stacheldraht. Ja. Ja, guck mal hier. Steht's auch, gib mal her. Ornachgipfel, 1576 Minuten. Bäm. Aussicht. Nüt. Aussicht, Schatzilein. Hi. Aussicht, in die Richtung, wo wir gekommen sind. In die hier müssen wir weiter dann. Okay. Jetzt
haben wir uns erstmal eine kleine Pause verdient. Ich habe meinen Riegel schon gegessen. Ich habe nur so einen kleinen dabei gehabt. Der ist aber echt lecker, dieser Mokka-Riegel. Der hat nur 35 Gramm und ist perfekt, wenn er nicht so riesig ist. Es ist ziemlich windig hier, muss ich sagen. Aber es geht. Tommy genießt seinen Riegel noch. Genießt die Aussicht. Aber die ist halt auch unnormal schön wieder. Guck mal. Ups, das ist meine Schulter. Jetzt hier. Und ich muss immer gucken, dass ich gerade im Winter sehr viel trinke, weil im Sommer schwitzt man ja eh unnormal viel, aber im Winter schwitzt man nicht so arg, fast gar nicht aktuell eigentlich tatsächlich, weil es echt kalt ist hier. Da darf ich das Trinken nicht vergessen, sonst bin ich am Ende wieder so voll dehydriert. Ey. Wir sind jetzt gerade hier auf der Rückseite, sind quasi gerade am Ohr nach hinten runter gelaufen und man merkt sofort, dass es hier doch ganz anders ist, wo es vorher noch so mit leichten Fahrten aufwärts ging, vom, ja, ich sage jetzt mal schon fast geteerten bis hin zum leichten Bergwanderweg, sind wir hier schon wirklich auf der Schattenseite steiler und vor allem dadurch auch kalt und feuchter. Muss man richtig vorsichtig sein, weil man rutscht da einfach ruckzuck aus. Da ist super matschig und super rutschig. Muss echt aufpassen. Aber da vorne wird es wieder sonnig. Genau, da sieht man schön ein bisschen den Sonnenrücken und der Aufspalte. Und dahinter irgendwo wollen wir auch hin und hoffen, dass da auch dann die Sonne uns erwartet. So, geschafft. Also technisch ist es wirklich nicht anspruchsvoll, weil er hat richtig schöne gute Tritte da drin. Aber wenn so einfach dieser Schlamm liegt und matscht, dann musst du einfach echt zackmäßig aufpassen. Das ist schon krass. Einfach weil es rutscht. Aber naja, da bin ich ja eh ein Schisser. Wir sind hier. Kann man es lesen? Nein. Da muss ich weiter hoch. So, im Steinböscht auf 1505 Meter. Er sagt jetzt hier Spießer, halbe Stunde. Wahrscheinlich ist es viel zu dunkel und man kann einfach nichts erkennen, aber egal. Und da, wo Dummy steht, da geht's weiter. Hier, nüt. Und da vorne kommen wir wieder in die Sonne, nüt. Und da hinten unten, da ist dann das Ziel. Die Aussicht ist echt der Hammer hier. Oh, der Schatz. Aber der Hammer haben wir nicht dabei. Das ist daheim. Das stimmt. Und da ist das Gipfelkreuz vom Spießer. Wir haben etwas mehr wie eine Stunde gebraucht von Ornach bis hierher, weil insgesamt eine Stunde 20, aber wir haben die Pause noch gemacht, also ungefähr eine Stunde 5 haben wir gebraucht. Ornach war da drüben, gell? Ja, Ornach war da drüben. Da müssen wir eigentlich sehen können, wir sind von da gekommen und da und da und da innen drin muss es eigentlich sein, irgendwo. Da, irgendwo da. Stelle ich mir gerade vor, wie sie einfach so ins Nichts irgendwo so in die Bergkette reinzeigt. Ja, da hinten irgendwo. Nein. Vergiss es. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir da runter müssen oder ob wir da drüben, weil da gibt es zwei Wege. Was ist dein Tipp? Einer von beide. Du bist langweilig. Ich tipp mal da runter, weil ich sag da runter. Ich sag auch eigentlich. Ich sage auch darunter, weil da die ganzen Leute herkommen. Das ist ein klares Indiz. Gucken wir aufs Schild einfach. Okay. Bin jetzt gerade beim Abstieg, Leute. Und es war jetzt echt angenehm, da oben zu hocken. Einfach ein bisschen aufwärmen, weil ich hatte echt kalte Finger. Und das hat man dann einfach irgendwann gemerkt. Aber ja, der Weg hier ist eigentlich ganz angenehm. So ein leichtes, so ein bisschen stufenartiges Zeug, sag ich jetzt mal. Jetzt weder matschig, sondern ein bisschen trockene Erde mit ein bisschen, ja, leichte Wiese. So, vielleicht so das sehen. So. Und ja, wir kommen jetzt wahrscheinlich erstmal an die Hirschalbe vorbei, die nicht offen haben wird. Hust. Und dann geht's bald weiter Richtung Oberjoch und hoffen, kommen dann irgendwann wieder an. Und ansonsten beschwert euch bei Navigationskatastrophe die da. Hallo, das stimmt bestimmt, wo wir hin müssen. Meine ganz schlecht abfotografierte Handykarte sagt das. Der Weg ist versperrt. You shall not pass! Es passt mein T-Shirt. You shall not pass. Jetzt musst du voll stylisch deinen Pulli aufmachen, damit man sieht. Warte. So. Oh Gott. Und genauso macht man das, dass der Gag dann ungefähr 20 Sekunden später kommt. You shall not pass. Moment, es ist sehr dunkel. You shall not pass. Wer versteht den Mathewitz? Oh, das ist übelster Nerdhumor. Das
geht meine Jacke nicht zu. Und jetzt kriegt sie ihre Jacke nicht zu. Kriegt meine Jacke nicht zu. Schau mir ihr an, wie sie ihre Jacke nicht. Oh doch, jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's. Ich bin schon voll der Profi, gell? Ha, oh Gott, oh mein Gott, ich stütze. Okay. Komm jetzt da drüber, ey. Alter. Ja, also normale Menschen steigen drüber. Sie? Du steigst auch drüber. Aber das ist gar nicht mehr so spektakulär, weil du es mittlerweile gut kannst. Es war trotzdem peinlich. Wie das 50 Kilo und so. Das stimmt, trotzdem peinlich. Mega schönes Liberdistel. Das ist ganz, ganz, ganz viele hier. Das ist der Weg übrigens. Und da ist ein Schild. Und wir müssen mal gucken, was auf dem Schild draufsteht. Hi Schatz, was steht auf dem Schild? Wertacher Handel. Hey, da waren wir auch schon mal irgendwie. Ein Dreiviertelstunde, aber ich glaube, das machen wir nicht. Nee, bitte nicht. Kiefenbacher Eck, Hirschberg ist, glaube ich, die falsche Richtung. Ja. Ich glaube, wir müssen zur Hirschalpe, oder? Richtung. Ja, wir müssen Hirschalpe. Da. Weil sonst kommen wir nach Bad Hindelang. Weißt du, sonst kommen wir ja wieder unten am Pass raus. Ja, das wäre. Hier 10 Minuten, sage ich. Also zwei Halbzeit. Stunden Bad Hindelang ist mir jetzt auch zu hart. Ja, außerdem da müssen wir ja hochlaufen, Pass wieder, weil wir ja nicht mehr runterkommen. Das also, hart. Also das Auto umfällt. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich lang, oder? Ja, noch da. Oh, was taucht denn da auf? Ein Kreuz, Schatzilein. Ein Kreuz hier zu knechten. Von da oben sind wir übrigens gekommen. Das war hier gerade der Spießer. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, welches Kreuz das ist. Ich muss mal gucken. Da stand nämlich nichts dran, dass wir da vorbeikommen. Deswegen bin ich gespannt, welches das ist. Die hier ist aber nicht bewirtschaftet aktuell. Ja, und da vorne geht es dann rüber. Geht es wieder runter und guck mal in Aussicht. Und das Kreuz ist echt riesig, aber ich weiß leider wirklich nicht, wie sich das nennt, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen. Da läuft da der Mann. Hi Schatz. Hallo. Beziehungsweise eher Ciao Schatz, oder? Ja, Ciao. Seid ihr leidet auch an Shang-Nessi. Wir gucken gerade Community als Serie an, kann ich euch empfehlen. Die ist echt cool. Wenn ihr lustige Serien mit kranken Leuten mögt, dann guckt das definitiv an. Wir sind auch mal wieder fast da. Guck mal, da ist nämlich das Hotel. Da unten mit dem blauen Dach hier. Das bedeutet nämlich, dass wir unsere Wanderung nahezu beendet haben. Wie viel Uhr ist denn, Schatzilein? Ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist. Wir sind um 10.20 Uhr sind wir losgelaufen. 10.20 Uhr, 11.20 Uhr, 12.20 Uhr, 13.20 Uhr, 14.20 Uhr, 15.20 Uhr wären 5 Stunden. Also 4 Stunden 50. Also kann man sagen 4 Stunden 20 Laufzeit. Weil wir haben, oder 4 Stunden 10, weil wir haben eine gute halbe Stunde Pause gemacht. Und ja, aber super angenehm auf jeden Fall. Ich kann euch empfehlen zu warten, dass es trocken ist ein paar Tage, weil sonst, wenn es geregnet hat, ist dieser Abstieg vom Ornach, von diesem ersten Gipfel mit O, ziemlich matschig und schlonsig. Und das weiß ich jetzt schon, obwohl es die ganzen Tage sonnig war. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich fände es toll. Fand ich auch toll. Es war, der Weg ist echt interessant und hat so ein paar Aspekte. Ich finde es toll. Muss man schon sagen. So, jetzt laden wir noch vor zum Auto. Dann gehen wir noch zum V-Markt, kurz einkaufen. Dann geht es ab nach Hause. Und ich freue mich dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, hallo. Tschüss. Tschüss. Macht's hallo. Gut. Jetzt aber ciao. Ciao. Ja.